Am Mittwoch dieser Woche konnten wir es in der Zeitung lesen. Zitat: Industrie- und Handelskammer fordert bessere Wirtschaftspolitik. Und natürlich gehört dazu auch die Wirtschaftsförderung hier in Brandenburg. Damit beauftragt ist ja die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Nun hat uns ja die Vergangenheit gezeigt, dass das mit der Wirtschaftsförderung durch die ILB nicht immer ganz optimal gelaufen ist. Ich erinnere mal an Human Biosciences aus Luckenwalde, die Restaurierung des Schlosses Beutzenburg, das Ressort Schwielosee, das Walzwerk Fino, das Café Wildau, Quiek und Caster Clip und viele nicht genannte problematische Förderfälle, als auch Förderfälle, die noch dazukommen könnten. Nun haben wir in jüngster Vergangenheit mehrfach von Seiten der Landesregierung und auch dem Vorstandsvorsitzenden der ILB, Herrn Stegner, vernommen, dass die auffällig gewordenen Projekte nur knapp 1% der von der ILB begleiteten gesamten Förderprojekte ausmachen würden. Ob dem wirklich so ist, sei dahingestellt. Es sind ja nicht alle intern auffällig gewordene Projekte öffentlich bekannt und werden auch, wie in dem internen Compliance-Bericht durch die ILB, anders bewertet als durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin, was die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gezeigt hat. Aber auch wenn nur 1% der Gesamtförderfälle problematisch wären, allein bei dem Förderfall in Beutzenburg reden wir über 90 Millionen D-Mark seinerzeit, bei HBS über 11 Millionen Euro, bei dem Ressort Schwielosee 9,2 Millionen Euro. Und so könnten wir die Liste weiter fortsetzen. Um es ganz deutlich zu sagen, in allen Förderfällen geht es nicht darum, dass mal eben der Markt weggebrochen ist oder ein sonstiges normales Ereignis auf das Unternehmen eingewirkt hat. Nein, all diese Fälle werden mit Subventionskriminalität in Verbindung gebracht. Und damit steht zwangsläufig auch die Förderpraxis der ILB auf dem Prüfstand. Deshalb die Frage, sind die Strukturen in dieser Form überhaupt geeignet, um Fördermittel und dazu noch in diesen Größenordnungen zu vergeben? Wie anfällig sind die bestehenden Strukturen für kriminelle Energien der Beteiligten und wie können solche Fälle verhindert werden? In den letzten Wochen, unter anderem im AWE und AHF, hat die ILB behauptet, was es doch für fulminante Sicherheitsstrukturen gäbe, doch offensichtlich sind die nicht so wirksam. Es gäbe interne und externe Prüfungen mit wohlklingenden Bezeichnungen, aber keine einzige dieser Strukturen befasst sich mit dem gezielten Angriff von außen in der Gestalt der Beeinflussung durch Verwaltungsentscheidungen, durch Verletzung von Informations- und Wahrheitspflichten. Und genau diese Schwachstellen haben unter anderem die bekannten Verfahren um HBS, Schloss Beutzenburg und Ressort Schwielosee bestätigt. Die entscheidende Schwäche des Fördersystems der ILB ist die nahezu vollständige Verkennung der kriminologischen Dimension der Subventionskriminalität. Und nur so kann auch erklärt werden, warum für die ILB der Geschäftsbesorger BMP Ventures tätig war. Faktoren wie provisionsbezogene Vergütungsmodelle und die leichte Manipulierbarkeit der Förderkriterien begünstigen das Risiko der Kriminalität in der Subventionsberatung durch Geschäftsbesorger, ohne einen Generalverdacht aussprechen zu wollen. Die beteiligte BMP Ventures zum Beispiel gründet die Tochterfirma BMP Holding und die Anteile an dem durch die ILB geförderten Startups Caster Clip hat und das Wirtschaftsfördersystem des Landes Brandenburg lässt dies zu und wahrscheinlich noch viel mehr. Denn es fängt schon bei den internen Kontrollsystemen gegen Korruption an. Frau Dr. Marion S. war Abteilungsleiterin im Bereich gewerbliche Förderung und somit unter anderem für die Projekte HBS, Ressort Schwielosee und Schloss Beutzenburg mitverantwortlich. Es gibt Auffälligkeiten und die von der ILB vorgestellten Kontrollstufen greifen nicht. Sämtliche problematischen Förderfälle wurden erst im Nachhinein entdeckt. Die letzte interne Kontrollstufe ist der Förderausschuss der ILB, der ohnehin bei allen Projekten über 2 Millionen Euro hinzugezogen wird. Also war der Förderausschuss in die Projekte HBS, Beutzenburg und Schwielosee involviert. Die Posse an der ganzen Geschichte ist, dass besagte Frau Dr. Marion S. selbst im Förderausschuss die Kontrolle ihrer eigenen Projekte begleitet hat. Und genau deshalb zweifeln wir die Wirksamkeit der bestehenden Strukturen und Kontrollmechanismen an. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.